Nachdem James Webb gleich am Beginn seiner Missionszeit mit Bildern des jungen Universums schockierte, sind jetzt ganz neue Ansichten auf unser eigenes Sonnensystem dran. Das neueste Bild vom Saturn stellt den Gasriesen mit seinem Ring plötzlich in einem ganz anderen Licht dar und das Teleskop offenbart erneut Dinge, die noch niemals ein Mensch vorher gesehen hat. Wissenschaftler müssen sich erneut die unangenehme Frage stellen, was sie bisher eigentlich über unser Sonnensystem wussten und ob Saturn möglicherweise ganz anders ist als bisher angenommen. Lasst uns jetzt aufbrechen zu einer Reise gleich vor unsere eigene galaktische Haustür und zu unserem mysteriösen Nachbarplaneten Saturn. Saturn neu entdeckt. Das James-Webb-Weltraumteleskop liefert einen Knaller nach dem anderen. Wissenschaftler wussten, dass dieses Teleskop wie kein anderes zuvor sein würde. Aufnahmen von der Tiefe des Alls und faszinierenden Erscheinungen im Kosmos wie bunten Nebeln oder fernen Galaxien haben wir noch niemals in dieser Leuchtkraft und Schärfe gesehen. Nach und nach wird sich das neue STAR-Teleskop auch den Himmelskörpern in unserem eigenen Sonnensystem widmen und so veröffentlichte die NASA am 25. Juni 2023 ein brandneues Bild des Gasriesen Saturn. Viele Hobbyastronomen hätten den Planeten auf diesem Bild gar nicht erkannt, sondern wären vielleicht von einem Saturn-ähnlichen Exoplaneten irgendwo in den Weiten des Kosmos ausgegangen. Doch das stark veränderte Antlitz von Saturn wird durch die Technik verursacht, mit der die Aufnahme gemacht wurde. Mit dem NIRCam-Instrument bildet James Webb bekannte Objekte auf eine völlig neue Art ab. Dabei geht es aber nicht nur um einen künstlerischen Effekt. Die Farbfilterungen dienen der Betonung bestimmter Merkmale eines Planeten, die im sichtbaren Lichtspektrum unerkannt bleiben würden. Das neue Bild zeigt den sonst hellgrau bis bräunlichen Saturn in sehr dunklen Farben und das wunderschöne Ringsystem strahlend hell erleuchtet. Auch die anderen Gasriesen des Sonnensystems wurden von James Webb bereits in einem ganz neuen Licht dargestellt und Saturn war der letzte in der Reihe, der fehlte. Gerade bei den Gasriesen ist die neue Technologie ein enormer Fortschritt, da die Filter erstmals exakte Analysen der Oberflächenbeschaffenheit zulassen. Wärme und thermische Emissionen. Es ist gar nicht so einfach, aus der Ferne herauszufinden, was auf einem Planeten, der hunderttausende Kilometer entfernt ist, vor sich geht. Die neuen Technologien von James Webb sollen aber dabei helfen, tiefer in das Geschehen der Gasriesen zu schauen. Die längeren Wellenlängen des Infrarotlichtes dringen anders als sichtbares Licht problemlos durch die dichten Wolkenwände und Areale aus Gas und Staub. Durch die Streuung oder Absorption der Wellen in den tieferen Arealen der Gasplaneten werden die Strukturen im Inneren sichtbar. Auf diese Weise enthüllen James Webbs Infrarotkameras jetzt viele bisher völlig verborgene Aspekte von altbekannten Objekten im Weltraum. Die Erforschung von Saturn und Co. ist damit in eine völlig neue Runde gegangen und wir dürfen gespannt sein, welche völlig neuen Erkenntnisse auf uns zukommen werden. Neben Strukturen im Inneren kann das Infrarotlicht Messungen von Elementen in den Gashüllen vornehmen. Ganz frei von Reaktionen ist nämlich auch das Infrarotlicht nicht. Trifft es zum Beispiel mit einer bestimmten Wellenlänge auf das Methangas in Saturns Atmosphäre, wird fast das gesamte Licht absorbiert. Deshalb sieht Saturn auf dem von Webb aufgenommenen Bild sehr dunkel aus. Obwohl Saturns Nordhemisphäre zum Zeitpunkt der Aufnahme am Ende des siebten Jahre währenden Sommers stand, ist dieser Teil in der Infrarotansicht viel dunkler. Wissenschaftler versuchen jetzt herauszufinden, warum das so ist. Das Phänomen weist auf einen bisher unbekannten Prozess in Saturns Atmosphäre hin, der winzige Partikel oder Aerosole erzeugt. Andererseits leuchtet die Atmosphäre, die die Ränder der Planetenscheibe umschließt, auf den Bildern hell. Dieses Leuchten könnte das Ergebnis einer Methanfluoreszenz sein. Bei der Fluoreszenz nehmen Atome Licht auf und geben es dann mit einer ganz anderen Frequenz wieder ab. Der helle Rand könnte den ersten Einschätzungen zufolge auch von Emissionen von Triwasserstoffionen stammen, die in den oberen Schichten Saturns reichlich vorhanden sind. Genaue Ergebnisse der Untersuchungen werden wir allerdings erst teilen können, wenn Wissenschaftler neue Studien zu den Bildern freigegeben haben. Bilder wie diese liefern Planetenforschern Stoff, um Monate oder sogar Jahre mit einem Himmelskörper zu arbeiten. Die Technologie hinter den Bildern. Das Bild, das ihr hier sehen könnt, ist viel mehr als nur ein Bild. Das endgültige Bild ist das Ergebnis einer Langzeitbeobachtung, in deren Dauer viele verschiedene Einzelbilder aufgenommen wurden. Anschließend fügt James Webb die mit verschiedenen Infrarotwellenlängenfiltern aufgenommenen Rohbilder zusammen. Momentan stehen noch nicht alle Einzelbilder zur Verfügung, aber jede Teilaufnahme zeigt wieder einen anderen Aspekt der Oberfläche und des Umfeldes von Saturn. Einige Bilder, die wir jetzt schon mit euch teilen können, ist unter anderem dieses, auf dem Saturn wie eine gigantische, leuchtende, fliegende Untertasse aussieht.
Auf dieser Aufnahme, die mit dem Near-Spec-Wellenlängenspektrometer aufgenommen wurde, sind Saturns Wolkenbänder zu erkennen und das Leuchten des fluoreszierenden Ringlichts überstrahlt alles. Ein weiteres beeindruckendes Bild stellt Saturn in kurzen Nahinfrarotwellenlängen fast vollkommen schwarz dar. Jedes dieser Bilder verrät Wissenschaftlern neue Details von diesem einzigartigen Planeten und lässt Rückschlüsse auf niemals zuvor gekannte Umstände zu. Dieser atemberaubende Schnappschuss ist das Ergebnis einer 20-stündigen Beobachtungsmission und zeigt Saturn als schokobraune Kugel in fast schon hellblau leuchtenden Ringen. Wieder dient die Aufnahme aber nicht nur der Schönheit, vielmehr haben die Filter des Near-Spektrometers hier die Aufgabe bekommen, tiefer in die Geheimnisse von Saturns Monden und Ringen einzutauchen. Im Zuge der mehrtägigen Beobachtung von Saturn mit dem James-Webb-Teleskop sind zahlreiche weitere Messungen mit James Webbs Mid-Infrared-Instrument und MIRI entstanden. Momentan machen die Wissenschaftler rund um diese Aufnahmen aber noch ein Geheimnis. Die Fangemeinde erwartet auch dieses Bild sehnsüchtig und hofft auf weitere ganz neue Eindrücke von Saturn. Die NASA inszeniert James Webbs Missionen und die neuesten Bilder als geschicktes Spiel mit der Neugierde und dem Interesse von Millionen Menschen auf der Erde. Bilder werden nur alle paar Wochen veröffentlicht und dann meistens auch nur sehr spärlich. Das ist verständlich, denn bei der NASA und bei den beteiligten Wissenschaftlern möchte man nicht, dass James Webb zu einem Instrument verkommt, das die Massen mit ständigem neuen Input vernebelt. Die Bilder werden auf eine Art und Weise an die Öffentlichkeit gebracht, mit der sie inspirieren und faszinieren und das Interesse an der Weltraumforschung erhöhen. Das neueste und teuerste Weltraumobservatorium ist ein wissenschaftliches Labor für sich. Tief im Weltraum platziert, bietet das Teleskop nach vielen Jahren der Bauzeit endlich die Abbildungen und Messungen, von denen die Wissenschaftler lange geträumt haben. Doch wenden wir uns wieder dem Saturn zu. Saturns Ringe glänzen. Vor ein paar Monaten überraschte Webb mit einer ganz ähnlichen Aufnahme des Jupiters. Auch hier waren Hobbyastronomen überrascht, denn so hatten sie den größten und schwersten Planeten des Sonnensystems niemals zuvor gesehen. Die Infrarottechnologie brachte Strukturen zum Vorschein, die jetzt erstaunlicherweise in ganz ähnlicher Form in den nördlichen Regionen Saturns gefunden wurden. In beiden Fällen vermuten Wissenschaftler ein Spiel von Gravitationswellen, die mit Aerosolen in der oberen Atmosphäre interagieren. Hauptattraktion der Bilder sind natürlich die Ringe und die Monde Dione, Enceladus und Thetis. Vor dem dunklen Hintergrund, den Saturn hier darstellt, treten die Ringe wie die eigentlichen Superstars der Aufnahme in den Vordergrund. Saturns Ringe sind trotz intensiver Forschung aber über die letzten Jahrzehnte hinweg immer noch ein Mysterium, das Wissenschaftler und ganz normale Menschen gleichermaßen in seinen Bann zieht. Auf dem neuen Bild erscheinen sie als leuchtende und dicke horizontale Bänder. Die Vielfalt der Ringe scheint auf der Aufnahme zu drei großen Hauptringen zu verschmelzen. Dank Raumsonden wie Cassini konnten Astronomen herausfinden, dass die Ringe aus einer Mischung aus Staub, Gestein und Eispartikeln bestehen. Die Größe der massiven Anteile reicht von winzigen Körnchen in der Größe von Sandkörnern bis hin zu Steinbrocken von den Ausmaßen hoher Berge. Woher das Gestein stammt und inwieweit es mit der Bildung der zahlreichen Monde in Saturns Umfeld zusammenhängt, ist noch eine der großen Fragen der Astronomie. Beim Eisring dagegen konnte diese Frage durch die fast 20 Jahre während der Cassini-Mission geklärt werden. Faszinierende Bilder brachten zum Vorschein, dass der Eismond Enceladus im Rahmen gewaltiger Vulkanausbrüche große Mengen Eispartikel 9600 Kilometer weit ins Umfeld bläst und auf diese Weise einen Teil des Ringsystems bildet. Saturns Monde. 82 Monde tummeln sich im Umfeld von Saturn. Auf der neuen Aufnahme sind Dione, Enceladus und Thetis wie an einer Schnur aufgereiht und als leuchtende Punkte erkennbar. Enceladus haben wir euch ja bereits kurz vorgestellt, doch dieser Mond birgt noch weit mehr Geheimnisse als nur seine Eisfontänen. Wissenschaftler vermuten unter der eisigen Oberfläche des Mondes einen der größten Ozeane außerhalb der Erde und innerhalb des Sonnensystems. Der Vulkanismus verrät, dass Enceladus in seinem Inneren aktiv sein muss. Folglich könnte das Wasser in den tieferen Schichten des Mondes flüssig sein. Spuren von Phosphor, die im Umfeld von Enceladus gemessen wurden, weisen auf die Existenz biologischen Lebens hin. In den tiefen Ozeanen könnten sich Mikroben oder andere Kleinstlebewesen verbergen. Derzeit gibt es Pläne, Enceladus und einige andere Eismonde in der Zukunft anzubohren, um dem Geheimnis in den Tiefen der Monde auf die Spur zu kommen. Fänden Wissenschaftler auf einem anderen Planeten oder Mond erstmals Spuren von Bakterien, wäre das ein enormer Fortschritt in der Erforschung der Entstehung von Leben im ganzen Sonnensystem oder sogar im ganzen All. Nur der Anfang.
Ein Jahr nach dem Start steht die James-Webb-Mission immer noch an ihrem Anfang. Das rund 11 Milliarden Dollar teure Teleskop wird mindestens 10 Jahre der Superstar am Nachthimmel bleiben. Der Betrieb des Teleskops geht wahrscheinlich viel weiter. Sein Kollege Hubble ist derzeit auch noch im Einsatz und das bereits seit 1995. Wissenschaftler geben zu, dass sie in den ersten Beobachtungsdurchläufen erst einmal herausbekommen mussten, was James Webb wirklich kann. Das Instrument bietet tausende Kalibrierungsmöglichkeiten, Filterungen und Analysetechniken. Das ist in etwa so, als habe euch jemand eine neue Hightech-Kamera geschenkt. Das Modell mit diesen Möglichkeiten hat es vorher niemals auf dem Markt gegeben. Selbst als Profis hättet ihr es mit etwas völlig Neuem zu tun. Anfangs würdet ihr ein bisschen herumknipsen, ausprobieren, einstellen, herausfinden und über die Monate oder Jahre hinweg würdet ihr wahrscheinlich immer noch neue Möglichkeiten finden. Genauso ergeht es Forschern derzeit mit James Webb und wir dürfen wahrlich gespannt sein, welche Geheimnisse und rätselhaften Erscheinungen des Kosmos dieses Teleskop in den kommenden Jahren noch enthüllen wird. Sagt uns zum Abschluss des Videos gerne, wie euch diese völlig neuen Einsichten von Saturn gefallen haben. Seid ihr auch fasziniert von den technischen Möglichkeiten des Teleskops oder gehört ihr mehr zu den Ästheten, die die reine Schönheit des Kosmos bewundern?